Die WTS ist eine global agierende Steuerberatungsgesellschaft, weltweit vernetzt und aktuell mit 800 Mitarbeitern in Deutschland. Mein Chef hat gesagt, wenn man neue Tätigkeitsbereiche erschließen möchte, dann sucht man sich Kooperationspartner. Und der Kooperationspartner sollte dann der Beste in seinem Feld sein. Und dann hat mein Chef, der Vorstandsvorsitzende der WTS, Fritz Esterer, Gespräche mit Professor Walster geführt. Und der konnte sich ziemlich gut und schnell für Steuern begeistern. Und so kam letztes Jahr im Januar die Zusammenarbeit mit dem DFKI zustande. Auf den ersten Blick ist die Symbiose von Steuern und KI gar nicht so gegeben. Mit unserem Ansatz haben wir ein neues Tätigkeitsfeld aufgedeckt und sind auch meines Erachtens Vorreiter in der Branche. Und es war ein etwas holpriger Einstieg, auch Unternehmen im Steuerbereich für KI zu begeistern, aber es liegt eigentlich auf der Hand. Dadurch, dass Steuern klar definierte Regeln hat, viele Daten verarbeitet werden und der Kreativitätsfaktor in der Steuerabteilung gar nicht so unbedingt gewünscht ist, bietet KI dort enorme Unterstützungspotenziale, gerade auch bei der Automatisierung von Tätigkeiten, sodass sich der Steuerberater oder halt auch der Steuerreferent in Unternehmen wieder auf andere, auf die komplexeren Fragestellungen konzentrieren kann. Wir haben spannende Einblicke von KI auch in anderen Branchen und Bereichen bekommen. Und was wir auf jeden Fall mitnehmen, ist, dass die Herausforderungen und die Zukunftsvision, egal in welcher Branche man unterwegs ist, eigentlich die gleichen sind.